Hallo. Steck ne Banane in dein Ohr. Was ist das für ein Bananenchor? Du wirst niemals glücklich, so probier's mal mit Humor. Hallo. Heute kommt ein Video. Endlich. Ich hab's auch geschafft, nach 2 Monaten ein Video zu machen, nachdem ich angekündigt habe, Videos zu machen, aktiv. Ja, gut. Hat sehr gut geklappt. Egal. In Quarantäne hat man viel Zeit für sich selber und seine Minecraft-Welt. Ich schaue euch jetzt, was ich in purer Langeweile zusammengeknüppelt habe an Häusern und Stuff. Ich komme absolut nicht drauf klar, was alles gibt. Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr. So verfickte Wassertempel und verfickte Bienen, Alter. Und ich hatte einfach übelst Bock drauf. Darum bin ich jetzt hier. Ich kann wenigstens bald wieder arbeiten, zwar nur von zu Hause aus, aber ich habe was zu tun. Na gut, das ist keine Farm, das ist einfach... Doch, das ist deine Farm, aber eine nicht automatische. Hier ist ein Trichter und eine Kiste. Hier, richtig heftig, das ist mega geil. Das ist eine AFK-Fischfarm. Meine Angel heißt Angelo, die hat Reparatur. Da muss ich auch erstmal rauskommen, was Reparatur ist, was... Alter! So viel neuer Scheiß. Und dann stellt man sich hier hin und hält so die Taste gedrückt. So geht die Rod nicht kaputt und man kann die ganze Zeit Fische sammeln. Hier haben wir noch ein, wie sagt man den? Enderkristall. Den kann man craften mit Glas und einer Gasträne, glaube ich. Digga, die sehen heavy aus. Runter zum nächsten Stock. Der erste Zaubertisch in meiner Welt. Mit dem habe ich diese ganze Scheiße verzaubert. Sogar eine Lederrüstung. Warum auch immer. Fette Braustände. Hier irgendwelche Scheiß zum fucking Tränke machen. Aber die sind unten im Lager. Dazu komme ich gleich. Ein Bild von einem Mann. So, hier Esstisch. Hier kann ich allein essen. Gut, hier nach unten, hier verbringe ich sehr viel Zeit zu stehen und Sachen zu suchen. Ich versuche einigermaßen Ordnung zu halten hier unten, aber es geht nicht immer. Hier Eisen, ich habe kein Eisen mehr, ich habe alles für Schienen ausgegeben, da ich ein ganzes Villager-Dorf in meine Hütte eingebaut habe. So viel Zeit habe ich. Kohle. Kohle, 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 Kohle. Du sagst es, Gronkh. Redstone musste ich schon Blöcke machen, da die Kiste voll war. Ja genau, ich bin ein ziemlicher Redstone-Noob. Ich habe eine Konstruktion mit Redstone, aber das ist auch nicht meine Idee gewesen. Weiter jetzt zum Lager. Verschiedenste Tränke. Ich muss sagen, ich habe langsam zu wenig Kisten. Ich muss ein größeres Kistensystem bauen. Mal schauen, ob ich das automatisiert kriege. Vielleicht, aber wahrscheinlich nicht. Hier haben wir gerade 6 Truhen. Aber hier sind mehr Tränke als 6. Das heißt, ich brauche mehr Truhen. Lol. Hier Wasserflaschen. Ich hab Durst da. Stay hydrated. Und auch in der Nacht ist ja auch Nachtsicht. Alter. Unterwasseratmung für Unterwasseratmung, ich gehe weiter, ich muss die Tränke nicht erklären. Ich frage mich bis heute, wer irgendwas mit diesen Scheißsteinen macht. Wer braucht Andesit, Diorit und fucking Granit? Das ist der größte Müll. Unzählige Bücher durchs, entweder durchs Fischen oder durch die neuen Villager, die sind aber ein bisschen neue Blumen. Warum ich eine Kiste Blumen habe, fragt mich nicht. Kartoffeln sind auch gerade ziemlich schnell weggegangen wegen den Villagern. Hier stehen eigentlich 4 Pferde drin, ich habe aber 2 getötet aus Versehen. Den Boy hier, den mag ich besonders. Hier auf meiner Insel, also Insel, hier auf meinem Festland, der Boy. Und hier ein Motherfucker mit Diamant Rossharnisch. Da kann man die so freilassen, aber ich lasse den nicht frei. Den Wichser. So, hier Durchgang zum nächsten Haus und hier... Was tust du hier? Geh weg. Hier sind die Villager. Eben hier Kartoffeln, rote Beete und hier Weizen und so ein Scheiß. Und Kürbisse, Melonen. Ist einfach eine günstige Möglichkeit, an Emeralds zu kommen durch diese Villager. Fick mich.
Da müsst ihr mir vielleicht helfen. Ich habe einen Villager, einen Bibliothekarmeister mit Scheißbüchern. Dieses Spinnen-Scheißbuch. Für 54 Smaragde. Größte Verarschung. Ich wollte den zu einem Ding machen, zu einem Bauern. Aber ich weiß nicht, ob man gelevelte Villager noch wie umschulen kann. Dann habe ich hier noch ungelevelte Bibliothekare, hier mit Atmung und hier mit Schärfe. Nicht schlechte Villager, aber wie gesagt, die müssen gelevelt werden und mir fehlen momentan die Ressourcen. Darum bin ich an einem Projekt dran, dass ich wieder mehr Essen habe, damit ich den traden kann. Falls ihr da irgendwelche Tipps habt oder euch auskennt mit dem, please help. So, hier zu meinem zweiten großen Projekt. Wertvolles Material in Anführungszeichen, sehr viel Quarz, sehr viel gefarmt. Solche Unterwasser-Leuchtdinger finde ich übelst geil. Wie heißen die? Seelaterne. Hier ein paar Kuchen, so ein bisschen Küche, dies, das. Jetzt sind wir hier im Erdgeschoss, also Erdgeschoss. Geht die Treppe hoch, aber ihr wisst, was ich meine. Hier im sozusagen Haupteingang, hier ist eigentlich nichts Besonderes. So, hier wieder ein Enderkristall, hier noch gefährlicher, nicht mal durch Glas geschützt, weil ich hier das Glas nicht runterziehen kann. Das heißt, wenn ich aus Versehen den mal antippe, dann war's das mit dem Haus. Dann kommen wir hier schon nach oben. Hier ein bisschen Aussicht, dies, das. Hier sieht man das Haupthaus, Laub. Hier eine Bank, kann man den Berg angucken. Hier nochmal ein Zaubertisch, leider kein Lapis hier, warum auch immer ich so dumm bin. Das ist auch richtig wertvoll. Ein Endstab. Die findet man in Endtürmen. Ich habe zuerst gedacht, es wird scheiße aussehen, so. Ich bin ziemlich zufrieden mit dem Haus. Oh, geh weg, geh weg. Was soll ich sagen? Verfallt nicht in Depressionen, in der Quarantäne. Dann, tschüss. Bandana über den Ohren. Ich hab Swag, bin mit Flügeln geboren. Ganz normal, dass ich über dir schwebte. Schwerkraft ist eine Lüge der Medien.